Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Ball. Ja, da fliegt unser gefiederter Freund. Und die Höhle ist kurz vorm Einstürzen. Wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir da in das Ding reinkommen. Oh, shit. Ich glaube, das wird alles aber nicht einfach. Der freundliche... Nein! Hey, du Spacko! Der schießt auf uns, der Spacko! Hey, Alter, mach keinen Scheiß! Boah, wie gemein ist denn sowas? Also, Dr. Spacken von da oben schießt mit irgendwelchen explodierenden Eiern auf uns. Also nichts einfacher als das. Wir müssen sehen. Wir hier auf jeden Fall lebendig vorbeikommen. Nein, 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 das kannst du vergessen, mein Freund. Boah, leck mich doch, was ist denn das für ein Scheiß? Ich würde sagen, der Kollege ist doch ein bisschen zu schnell für uns, oder? Vielleicht nicht den direkten Weg nehmen, sondern den Weg außenrum. Wir versuchen es jetzt mal andersrum. Lalalala. Boah, solche Schweine. Es geht gar nicht. Das gibt es gar nicht, ey. Das ist aber voll für den Arsch. Kinders, was soll denn der Schrott? Da kommen wir überhaupt nicht vorbei. Wir müssen irgendwie... den direkten Weg nehmen. Aber Klein Rosti lässt uns bestimmt nicht mal eben daher. Ah, wir sind schon auf einem guten Weg. Boah. Ja, wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Boah. Alter, keine Hinweise. Okay, wir haben es geschafft. Das war ja wieder mal mehr Glück als Verstand. Okay, das Tor öffnet sich. Und ich nehme mal schwer an, wir müssen mit unserem tollen Gefährt weiterfahren. Oder? Nein, müssen wir nicht. Doch. Oh, hier sind überall Minen. Okay. Weiterkommen. Aha.
So, damit hätten wir unseren Ball richtig gut aufgeladen irgendwie. Wow, der ist ja richtig unter Strom hier, der Kollege. Das Teil hier irgendwie rausziehen. Gut. So. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal Strom holen. Weiter als das geht's aber nicht. Was haben wir denn hier? Okay, wir müssen irgendwie Strom bekommen. Teufel tun und dazwischen gehen. So, und los geht's. Wir haben irgendwie das Wasser aktiviert. Hey, das ist aber scheiße, was ihr hier macht, Kinders. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Okay, das hätten wir geschafft. Wow. Aha. Das nächste Tor hat sich geöffnet. Okay, wir haben ein bisschen gelitten, glaube ich. Aber dafür haben wir das Tor offen. Schwubbidi-bubbidi-bub. Und wir fahren mal wieder mit unserem Supergefährt. Wow, ist ab durch die Lava. Oh, oh mein Gott, wo geht's denn hier hin? Oh, krass. Wo wir auch immer hier sind, das ist nicht ganz so witzig. Mit den großen Feuern des gewaltsamen Berges näherten sie ihre Maschinen. Hier, im Innern der großen Fabrik, wurde die Kugel gestohlen. Und als die Kugel genommen war, verstummten die mächtigen Maschinen. Die Wächter fielen in einen tiefen Schlaf. Sollte die Kugel jemals in das Grab der Wächter zurückgebracht werden, würde die Erde zur Hölle. Oh mein Gott. Wir sind also da jetzt angekommen, wo die Kugel erschaffen worden ist. Ich glaube, ich möchte da gar nicht hingehen. Nein, nicht wirklich. Oh shit. Und mir schwant ja schon Böses. Wir dürfen wahrscheinlich hier über die Rohre springen. Da müssen wir rein. Ja, Witzigkeit. Also ich glaube, das wird noch ein harter Weg, bis wir da ankommen, wo wir hin müssen. Versuchen mal unser Bestes. So, und hier müssen wir irgendwie mit unserer Kugel. Komm, mein Freund. Okay. Dann schauen wir mal, was jetzt hier alles auf uns wartet.
abwärts. Schon wieder. Alter, wie tief geht denn das hier eigentlich? Wir kommen ja bald auf der anderen Seite der Welt raus. Wow. Oh oh. So, es wird gespeichert. Okay, wir sind gestorben.